Jetzt möchte ich nochmal ein anderes Datenblatt anschauen hier. Ich habe das geöffnet, das ist ein IGBT von Infineon. Und hier sind jetzt mal diese Verläufe auch angegeben. Das heißt hier der ZTH Junction to Case. Achtung hier nicht als dieser Reduktionsfaktor wie in dem anderen Datenblatt-Ausschnitt, sondern hier an der Stelle der tatsächliche Wert ZTH Junction to Case. Das heißt der als Absolutwert. Und es sind zusätzlich jetzt hier die Parameter angegeben dieser Partialbruchschaltung. Das heißt tatsächlich steht hier zwar ZTH Junction to Case, tatsächlich das Einzige, was wirklich dieser ZTH Junction to Case ist, ist diese untere Kurve für einen Single Pulse. Das gucken wir uns gleich an. Alle anderen Kurven kann man daraus errechnen. Wir schauen uns an, wie man es simuliert. Und tatsächlich, was ich brauche, sind bloß diese Werte, die hier unten angegeben sind. Hier in diesem Fall wird das gesamte Verhalten, das innere, also dieser innere transiente Wärmewiderstand beschrieben, an dieser Stelle durch 4 thermische Zeitkonstanten. Es ist jeweils angegeben, dieser Wert des Widerstandes R1, R2, R3 und R4 sind angegeben, die statischen thermischen Widerstände und zusätzlich diese Zeitkonstanten, aus denen kann ich dann, wie hier dargestellt, errechnen die Wärmekapazitäten und damit kann ich dann in der Simulation an der Stelle diesen Erwärmungsvorgang simulieren. Und wir werden gleich auch sehen, ich kann diese unterste Kurve damit direkt simulieren und die anderen mit einem kleinen Trick auch. Wenn wir jetzt ein bisschen verwirrt sind, hier auf der rechten Seite ist nochmal ein Diagramm, wo auf einmal 5 Elemente sind. Das ist ein Reverse Conducting IGBT, das heißt, das ist ein IGBT mit einer antiparallelen Freilaufdiode und da haben wir dann hier 2 transiente thermische Widerstände. Wir haben eigentlich 2 Bauelemente im selben Gehäuse, die aber innerhalb des Gehäuses leicht unterschiedliche Pfade für den Wärmestrom haben und deswegen auch unterschiedliche thermische Widerstandswerte und unterschiedliche thermische Netzwerke. Ich habe jetzt also hier mal in LTSpice dieses Netzwerk reingepackt. Das heißt, ich habe hier diese Serienschaltung aus diesen 4 thermischen Impedanzen, jeweils R und C, dargestellt, wobei ich die Werte genommen habe, tatsächlich aus diesem Datenblatt IKW50N65WR5 von Infineon, die dort angegeben waren. Ich hoffe, ich habe da keinen Fehler gemacht an dieser Stelle und errechne mir dann diese Wärmekapazitäten aus diesen Werten raus. Und jetzt möchte ich mal kurz schauen, wie wir an dieser Stelle dann zum Verlauf kommen dieser einzelnen Kurven. Zunächst möchte ich bloß eine machen, das ist hier zwar schon drin an dieser Stelle, ich ändere aber da kurz was, ich ändere mal diesen Parameter. Das heißt, ich habe jetzt hier Param D gleich 0 gemacht, das ist eigentlich unser Duty Cycle, werden wir nachher sehen. Und wie messe ich jetzt diesen ZTH Junction to Case an dieser Stelle in Abhängigkeit der Zeit? Ich mache folgendes, ich habe hier eine Verlustleistungsschwelle, das heißt hier eine Stromquelle, die springt zu einem Zeitpunkt 0 von, jetzt hier Achtung, 0 auf 1. Ist dann sehr lange an, hier 10 Sekunden, 20 Sekunden, tatsächlich werden wir sehen, nach 100 Millisekunden ist dieser Einschwingvorgang, im Wesentlichen dieser thermische Einschwingvorgang, zumindest was das Bauelement selber betrifft, abgeschlossen. Und dann kann ich tatsächlich so messen, den Temperaturabfall T-Junction minus T-Case, der entspricht dann direkt meinem transienten thermischen Widerstand. Weil an dieser Stelle bei 1 Watt, was hier reinkommt, ja, kriege ich hier einen Temperaturabfall, der geteilt durch 1 Watt gibt genau den Wert des RTHs bzw. des ZTHs, wenn das zeitlich veränderlich ist. Das ist die Idee, die dahinter steckt, deswegen genau bloß dieser Wert 1, den ich dort nehme. Und dann kann ich im Diagramm ablesen, ich muss eigentlich bloß die Temperaturen über der Zeit bzw. hier die Spannungsdifferenz in Anführungszeichen während der Zeit darstellen und kriegt dann raus die Kurve, zumindest diese Kurve, die wir im Diagramm gesehen haben, im Datenblatt für Single Pulse. Das ist die unterste Kurve, die wir dort haben. Das wollen wir uns kurz angucken. Der einzige Trick ist dann noch, dass man beide Achsen logarithmisch darstellt. Das, was wir jetzt hier sehen, ist jetzt tatsächlich hier an der Stelle der Verlauf dieser Temperatur zwischen diesen beiden Punkten zwischen der Sperrschicht und Achtung hier dem Gehäuse, das heißt diese Temperatur, wo ich gesagt habe, die TC ist hier die Gehäusetemperatur, wir können ja nur den inneren Wärmewiderstand simulieren, das heißt den Kühlkörper wählen wir als Anwender, müsste man dann eventuell hier nochmal eine zusätzliche Schaltung mit dran machen und dann sehen wir hier diesen Verlauf, jetzt wollen wir das mal vergleichen mit den Datenblattwerten, das heißt ich habe hier das Datenblatt. Schauen wir mal an die Werte. Wir sehen hier oben für sehr, sehr lange Zeit müssten wir gehen auf einen Wert so knapp über 0,5 Kelvin pro Watt, 0,5 bis 0,6 Kelvin pro Watt. Und wir sehen für den Single Pulse hier die unterste Kurve, das ist tatsächlich die, die wir jetzt simuliert haben, kriegen wir hier an der Stelle irgendwo über
10 Mikrosekunden diesen Schnittpunkt mit der Achse 0,01 Kelvin pro Watt. Schauen wir uns das kurz an. Und dann sehen wir tatsächlich hier dieser Schnittpunkt knapp bei über 10 Mikrosekunden. 1E-5 in dem Datenblatt. Und hier sind wir, tatsächlich, wenn wir auf den Cursor gucken, bei 530 Millivolt. Tatsächlich entspricht es jetzt direkt dem Wert in Kelvin pro Watt dieses RTHs. Ist auch kein Wunder, das ist einfach die Addition dieser vier thermischen Widerstände auch nach sehr, sehr langer Zeit. Das heißt tatsächlich, hier an der Stelle, diese Darstellung von diesem ZTH ist nichts anderes, als wenn wir hier vorne einen Sprung drauf geben und dann diese Temperatur messen. Und wer das nicht glaubt, nehmen wir einfach an dieser Stelle die Verläufe raus, machen also hier an der Stelle einen linearen Verlauf und dann sehen wir tatsächlich, dass es hier dieser sprungförmige Verlauf, wenn jetzt hier ein Verlustleistungssprung dort drauf geht. Da sehen wir hier Sprung der Verlustleistung auf 1 Watt, in Anführungszeichen hier 1 Ampere modelliert, dann kriegen wir so eine Ladekurve und das Einzige, was jetzt der Unterschied ist, wenn wir jetzt die Achsen wieder umstellen, kommen wir automatisch wieder auf diesen Verlauf für diesen transienten thermischen Widerstand. Jetzt kann man die anderen Kurven auch noch mit berücksichtigen. Achtung, tatsächlich nur diese untere Kurve ist tatsächlich direkt der Verlauf dieses transienten Wärmewiderstands. Die anderen Kurven, für diese anderen Kurven, die wir jetzt in diesem Diagramm haben, wo wir jetzt logarithmisch irgendwie diesen Verlauf so haben, für die untere Kurve gilt, die kriegen wir direkt raus, den ZTH von T, und diese anderen Kurven, da steht so ein Tastverhältnis dran, zum Beispiel D gleich 0,2 oder sowas. Wenn wir diese Kurve betrachten, dann gilt für diese Kurve ZTH, jetzt nehmen wir hier mal Index D gleich 0,2 oder ZTH von D von T, das ist dann D mal RTH plus 1 minus D mal dem Verlauf von diesem eigentlichen ZTH von T. Das heißt, das ist der Zusammenhang, der jetzt zwischen diesen Kurven besteht, der unteren Kurve und den anderen Kurven. Da geht jetzt hier dieses Tastverhältnis mit rein, wenn wir so eine impulsförmigen Verlustleistungseintrag haben. Was ist der Grund? Tatsächlich, der Mittelwert der Leistung führt dann zu einer zusätzlichen Erwärmung und wir starten unserem neuen Aufheizprogramm eben nicht bei 0, sondern bei einem Wert, der von 0 verschieden ist. Aber unsere Sprunghöhe ist dann diesbezüglich auch nicht mehr ganz so hoch. Deswegen muss ich dieses 1 minus D dort mit berücksichtigen und das kann ich jetzt auch wieder in meiner Simulation machen. Das heißt, ich nehme jetzt hier die Zeile, die wir reingemacht haben, wieder raus und entferne das Auskommentieren. Und das kann ich simulieren, indem ich hier an der Stelle in dem Puls einen Sprung mache vom Tastverhältnis D. Jetzt beginnen zum Beispiel 0, 0,01, 0,02, 0,05, 0,1 bis 0,5, weil das genau die Werte im Datenblatt sind, auf 1 weiterhin. Und dann kann ich die anderen Kurven auch in der Simulation konstruieren. Machen wir das mal. Und wenn ich das dann mache, dann sehen wir hier, kriege ich den Verlauf dieser unterschiedlichen Kurven. Ich kann jetzt mir die einzelnen an dieser Stelle rauspicken, kann jetzt sagen, okay, welche möchte ich darstellen. Select Steps. An dieser Stelle kann ich jetzt sagen, okay, ich will nur die für 0,5, 0 und 0,2. Und dann sehen wir, habe ich diese drei Kurven und kann jetzt diese transienten Wärmewiderstände dort auch ablesen. Das heißt tatsächlich, diese Kurven sind jetzt kein Riesengeheimnis an der Stelle. Ihre Ursache liegt in diesem dynamischen thermischen Ersatzschaltbild. Und dafür ist es auch gut, in der Praxis anzuwenden, wenn wir jetzt diese Werte in diesem Modell nur im Datenblatt, kann der Hersteller natürlich nur das angeben, was im Inneren des Moduls ist. Und meistens reichen so drei, vier Ersatzelemente, um das grob zu beschreiben.